Leute, sind wir wieder bei Megasylph, hier bei Resident Evil 6 mit mir, Sefi und Jutes. Im Hi. Letzten Kapitel des Szenarios, Kapitel 5, des Szenarios, das überraschend schnell vorbeiging. Ja, Gott sei Dank, würde ich meinen. Ja, ich meine, ich habe mir das irgendwie länger vorgestellt. Wie lange hat das Ganze jetzt gedauert? 11 Parts? Ja. Irgendwie sowas und ja, ich freue mich, wenn wir hier fertig sind. Oh ja, das letzte Kapitel wird der Horror. Oh ja. Also freut euch darauf, dass wir schon wieder rumfluchen. Ja. Ich fluche jetzt schon, obwohl nichts passiert ist. Das wird Scheiß Ladebildschirm! So. Scheiß Rutschen! Fängt schon an. Ja, das geht den ganzen Part so. Schon haben wir wieder keine dazu gucken. Ja, ich könnte jetzt vielleicht noch mit Piepen retten. Piep, 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 piep. Simmons, I should have been able to see through his lies. This is all my fault. This fallen orders, right? I thought you were doing the right thing. Find the vaccine. Save the world and all that. Das war übrigens Chris. Ja. Der da rumgepiept hat. Ah, ja, ich erinnere mich. Ich glaube, du musst dich ein bisschen anders hinsetzen. Das musst du, glaube ich, ein bisschen zu weit vom Mikro weg. Ja, ich versuche schon irgendwie, mich hier anders hinzusetzen. Aua, ich bin hingefallen. Passiert. Hast du ja auch das Genick gebrochen, oder war das nur ich? Oh, ich kann nur laufen. Ah, jetzt kann ich rein. Waffen, Waffen. Ich suche meine Waffen. Ich sehe Waffen. Ich sehe sie Waffen. Sie blinken. Und zwei Ratten, die dasselbe machen. Synchronratten. Da sind ganz viele. Super, ich weiß. Ich glaube, du hast keine Angst vor Ratten. Hallo? Nein, ich habe aber vor was ganz anderem Angst. Hallo, ich möchte gerne. Dankeschön. Hä? Das gibt's doch nicht. Das ist schon wieder dieser ekelhafte Schatten. Ist das überhaupt Schatten? Thanks. Keine Ahnung. So, viel Spaß, ich vergnüge mich hier. Wie soll ich meine Nahkampftechniken? Die werde ich hier sicherlich nicht brauchen. Nein. Hier erwarten uns ganz andere Übel in diesem Bienenstock des Grauens. Ach ja, ist doch immer wieder schön, wenn man nichts tun kann. Ich sehe dich, ich kann dich beobachten. Wow. Da ist es. Krabbel, Sherry, los! Krabbel um dein Leben! Krabbel um dein Leben, lau! Wow, nein! Ich würde gerne meine Kameraperspektive ändern. Ist das Vieh? Ich sehe es nicht. Ich kann meine Kameraperspektive nicht ändern. Das finde ich jetzt ein bisschen kacke. Da ist das Vieh. Hallo, Kamera? Hallo, Vieh? Gibt sie auch ein anders? Ich kann nicht zu dir zurück. Das ist nicht fair. Ah, kein Wunder. Ich bin ihm wohl zu schnell gekrabbelt. Ah. So, ich habe alles, was ich brauche. Rette dich, lass mich zurück. Okay. Hier in dieser Tür können wir das Ding eh nicht anhaben. Hallo. Hallo, ich habe nicht keine Lust, dass du mir die ganze Zeit fünfmal dasselbe laberst. Voll weitergehen. Ah, hier, das krabbelt ja noch. Scheiße. Ah ja, lenk's mal ab. Ich will nicht mal Skin ändern. Hand Nummer 1. Hand Nummer 2. Was? Wow! Zu nah. Oh, das gab ganz gut Fähigkeit. So, das geht nämlich immer noch. Ich nehme das.
So, I'm ready. Ready for takeoff. Bevor ich hier gleich die nächste Quatsch wieder angucke. Ich renne da mal durch dich durch, aber du hast da kein Problem mit. Na, na, na. Hauen wir ab. Wenn das mal so leicht wäre. Wieso? Ups. Ich glaube, ich muss erstmal gucken, dass das Ding nicht kommt. Ja, musst du. Ja, ich stehe hier doch schon. Hallo? Please. Wir müssen erstmal zu Ende talken. Wieso kann ich das nicht benutzen? Ach so, sag mir doch, dass das so ist. Ich wusste es aber auch nicht. Was machen die eigentlich, wenn die da alleine arbeiten? Dann haben die ein Problem. Der wirft wahrscheinlich so ein Seil, das dann so nach hinten gezogen wird. Wow! Tuna! Junge. Du Hand. Fressen aber auch Muni. Ja. Irgendwie müssen wir hier durch. Einfach einen Knopf auf den B-Button. Ja. Nein. Das hast du anderes erwartet. Spaß, Spannung und Freude. Mit den beiden? Chris und Pierre Szenarien? Das. Hauptsache weg von dem da. Ja. Ich stehe da das Ding auch ganz genau nach, wo man hin will. Das ist noch so ein Teil. Oh, Tuna! Ja, mein Schrot. Ja, super, bei meinem Glück spawnt das Ding gleich direkt wieder neben mir. Spannung steigt. Ich hasse das. Ito. Reserve Battery 2 activated. 50% charged. Right halfway there. Aber du scheiß Ding! So, da geht's lang. Wow. Lol. Fliehkant! Stirb! Für die Gerechtigkeit. Für mich! Für uns bist du gestorben. Ach, da geht's lang. Du bist es. Darum. Und sonst so. Ja, man muss ja nicht. Ich guck nochmal da hinten. Ja, kommt nicht. Wer ist angegrabbelt? Spring! Hua! Nichts lieber als das. Hier ist übrigens auch Lava. Ah, schon wieder. So ein Feuerelementteil. Echt? Sind wir bei Element Girls? Ach ja, das gab's ja auch früher. Fass dich von meiner Tür! Ich geh mal in die andere. Ich glaub, ich muss da nicht. Ja, wir müssen da rein. Ah, hier sind die Schalter. Ich hab mal. Ich hab mal. Auch stumpf. Tja, es wird immer schlimmer. Alle denken sich wahrscheinlich, so schlimm ist es doch gar nicht. Ja, aber Dummheit, ne? Oh, ich habe einen sprengenden Sack gefunden. Ich auch, aber ich kann den nicht aufnehmen. Das hast du schon wieder. Huh, du bist nicht. Ach, yes. Jetzt geht's plötzlich da lang. Guckst du nach hinten? Kann schön A drücken. So, da bin ich. So, jetzt muss ich überlegen, wo ich hin muss. Ich muss da oben rein. Ich weiß nicht, wo ich rein muss. Du musst wahrscheinlich... Keine Ahnung. Ich muss da hinein. Oh, Schiskowski. Ich folge dir. Obwohl, nein. Das will ich. Da muss ich hin. Jetzt wird's mir angezeigt.
So, hui! Hey, Sherry, dreh dich um. Doch, du lebst nicht mehr. Doch, du lebst. Scheiße, das muss ich geben. Du musst nach unten. Du musst nach unten. Wow! Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann nicht. Ey, das Ding verarscht mich voll! Ist das immer, ich muss in D rein und wenn ich dann in D bin, sagt das, ich bin da falsch. Ich glaube, ich bin hier aber auch falsch. Sag mir, dass ich da muss. Wow! In G! Hier scheine ich relativ richtig zu sein. Ja, ich muss da irgendwie rein. Wow, warum muss ich da rein? Also, ich bin richtig. Ich bin auch, glaube ich. Ah, ja, das sieht ganz gut aus. Die scheinen auch alle bei dir unterwegs zu sein. Also, mir ist mich niemand. Schalter? Ah, ich muss hier raus. Ah. Da musste ich auch einmal. Glaube ich. Oh, fuck. Ja, fall da nicht runter. Ich mache mir um diese Viecher dahinter mir noch mehr Sorgen. Du bist unter mir. Ich muss dir gerne helfen. Ich kann dir nicht mal Schrotten geben. Ja, das sind zwei. Mann, könnt ihr nicht mal tot gehen? Gehen doch nicht tot. Ja, aber zumindest mal eine 5-Sekunden Pause lassen. Ja. Ja, ich habe eine Hand im Gesicht. Weg! Alter Schwede, geht's euch sonst? Sonst geht's euch nicht. Alter, ich kann mich hier nicht machen. Ich habe mich gerade geheilt. Aus 2 Sekunden. Schon musst du mich wieder heilen. Ach, super, jetzt kommt der nächste Spaß. Kann ich mein Ding hochjagen? Sag mal, kommt eigentlich mal diese Scheißbrücke. So, den habe ich voll gegeben. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Das hat eigentlich unsere Zeit. So, das ist 13 Minuten. Ja, verdammt. Oh, wie ich das hasse. So, wo muss ich jetzt noch mal? Ich glaube, bei G muss ich, glaube ich, rein. Ja. Nur wo bin ich? Ach, ich stehe hier schon! Wie praktisch. Stehe ich überhaupt richtig? Ich glaube nicht. Ich glaube, der tötet mich gerade. Oh, Sherry, du bist so nutzlos. Echt? Anstatt da rüber zu laufen, hackt sie da fest. Nee. So, ist auch noch das Ding weg. Na, ist doch. Die Schrotmuni musst du mir noch holen. Ja, die ist auch notwendig hier. Jo. Dann sagst du was. Wo müsste ich jetzt rein? Das ist die. Da kann ich auch mal ran. Da muss ich rein, bei F muss ich rein. Hier ist zwar nur, Dingens. Fähigkeitspunkte, aber. Ach, ich musste da rein, damit ich hier den Ding tauschen kann. Da. Das Handy ist echt super. Ich weiß nicht, die Funktion will ich echt nicht missen. Na. Vor allem hier ist sie echt Gold wert. Oh ja. Puh, ich hab's geschafft. Was ist ich jetzt denn? So, diesmal bin ich schlauer.
Hallo, hallo. Also ich bin da. Ah, super. Alter, eine beschissene Funktion gibt's ja wohl nicht. Na. Wofür das Ganze jetzt? Für Strom. Ist ja wie bei Revelations. Wow. Ich komm dann. Ey, das war voll unfair! Danke. Ja, schön. Ich wollte gerade sagen, du darfst nicht in den Zaun laufen. Ich weiß. Wie er? Ja. Du Arschgesicht! Gehört das jetzt so? Mhm. Nein, ich hab's nicht. Ah, ich glaube, ich kann nicht. Irgendwie lang muss. Ich auch nicht. Man kann hier mal durch. Ach ja. Ach nee. So, wo ist der Kran? Da lang. Ruhig. Gut, dass wir hier keinen Schock kriegen. Oh ja. Okay, es wird sich hier wahrscheinlich wie zu Hause fühlen. Ja. Daher hat er also den Strom. Nein. Können wir nicht einfach nach Hause gehen? I'm fresh out of patience, pal. Ich hab auch keinen. Wow. Shelly, lad doch nach. Ist aber unnervig mit dem Rumgefackel hier. Ja. Sind wir bald angekommen? Wir bewegen uns nicht. Na, wir gehen aber mal runter. Was ist denn hier? Beim Karussell fahren. Ja. Nur, dass das ungefährlicher ist. Oh Gott, das war kacke. Muss drehen, einfach drehen. Was machen wir? Wir drehen, 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 drehen. Phew, war knapp. Naja. Für sie vielleicht. Oh, nö. Sieh so aus. Ah, hinter uns. Ich weiß. Alter, ich würde voll die Panik kriegen. Ja. Ich mit meiner kleinen Platze. Oh, das war eng. Na, für ihn wurde es ein bisschen enger. Ja, und heißer. Ein Feuerwerk der Gefühle. Ja. Ich würde sagen, wir nutzen den Moment der Ruhe fürs Cutten. Ja, würde ich auch sagen. Dann, wir hoffen, dass euch dieser Part gefallen hat, was wir von uns aus nicht behaupten können. Und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Part wieder mit dabei seid. Also bis dann!